Ja, ich bin die Monika vom Gasthaus Monika in Ockau. Lange schon Wirtin, eigentlich 25 Jahre. Und heute werde ich für euch einen Bohnenstrudel machen. Das ist bei uns ganz traditionell im Burgenland. Den hat schon die Oma, meine Uroma gemacht. Und nach diesem Rezept werde ich heute für euch kochen. Ich gebe als erstes in meinen Topf einmal ein Schmalz rein, weil ein Bohnenstrudel, wie es früher war, ist immer mit Schmalz gekocht worden. Und dafür auch bei mir. Also das heißt, wir lassen einmal das Schmalz zergehen, wenn es schön zerlassen ist, das Ganze, sollte schön heiß sein, habe ich für euch dann ein Zwiebel gerichtet, fein geschnitten. Das ist einmal das Wichtigste, den sollte man dann gut anbraten, dass er schön das Farbe kriegt, den Zwiebel, dass es schön ein bisschen im Fett schwimmt. Weil durch die Bohnen und die Semmeln ist ja das eigentlich eine trockene Angelegenheit und durch den Schmalz wird es ein bisschen saftiger. Und bei uns in der Zeit, das war die Bohnenstrudel, war sehr gut in der Lesezeit. Meine Oma zum Beispiel von Breitenbrunn, die hat für unsere Leser gerne die Bohnenstrudel gemacht, weil die können aus einem warmen Essen mit einem Gurkensalat oder im Weingarten draußen haben wir es einfach nur einer Knoblauchsauce eingedunkt. Und dazu haben natürlich die alten Leute auch gern ein Weinbar dazu gegessen, eine Weintraube beim Lesen. Also für uns traditionell der Bohnenstrudel oder Bohnensterz zum Beispiel ist bei uns im Burgenland sehr traditionell und wird hauptsächlich in der Sturm- und in der Lesezeit gekocht. So, dann anschließend, wenn der Zwiebel gut geröstet ist, nehmen wir die Bohnen. Früher haben sie die Bohnen natürlich einen Tag vorher eingeworfen, dann gut gewaschen und dann sind sie da reingekommen. Heutzutage die Jugend, die schnelle Hausfrau, nimmt eine Dose, wascht es gut an und haut es dazu rein. Anschließend habe ich da Semmelwürfel. Die lernen wir jetzt alle dazu rein. Zu dem ganzen Projekt. Zu den Bohnen. Rührt das gut und lasst das auch ein bisschen leicht mit anrösten. Genug sein. Man schwenkt das halt dann ordentlich durch. Geht jetzt dann schnell, die Semmeln, die natürlich muss man immer umrühren, weil das verbrennt sich halt dann leicht in der Fetten, gell? So, schau, dass das alles so ausschaut dann, die Masse. Soll so sein. Ich gebe dann noch dazu einen Knoblauch. Den habe ich mir schon vorher ein bisschen ausgedruckt, dass das ganz schnell ist. Knoblauch ist natürlich sehr wichtig. Dann gebe ich dazu ein Salz. Ich habe das eigentlich schon ein Gefühl, jetzt müsst ihr bitte daheim alle anschmecken, wie das jetzt kommt, aber von den langjährigen Sachen weiß ich ja das schon, was ich alles brauche. So, da. Pfeffer soll ja immer recht gut sein. Ein Bohnenstrudel gehört Pfeffer. Ohne Pfeffer kein Bohnenstrudel, sagt die Oma. Gut umrühren, es kann nur leicht ein bisschen angeröstet werden noch. Jetzt am Schluss kommt noch ein Sauerrahm dazu. Schau her. Das tun wir gleich auch alles rein. Macht es bitte nach Belieben zu Hause. Ihr seht es dann eh. Ihr seht es gleich meine Masse, wie die ausschaut. Wie ich sie mache. Schaut es immer. Aber immer gut umrühren, gell? Nebenbei. Dass es gut gerührt wird. Ja. Also eine Kraft braucht man schon auch dazu, gell? Eine geschmeidige Masse, dass es nicht Drucker sind. Meine Bohnenstrudel sind nie trocken. So, da haben wir unseren Strudeltag. Habe ich mir schon vorbereitet. Den Strudeltag. Und ich mache meistens immer dann so, dass ich hergehe. Die mache ich mir so mit der Straferl. Dann schneide ich mir es, so genau geht es bei mir nicht. Da bin ich ein bisschen schnell. So. So wie es bei uns ist im Gasthaus, dass wir fast ziemlich alle gleich haben, habe ich da einen Portionierer. Das ist die mittlere Größe. Es gibt einen großen, einen kleinen bis Eis. Wir haben eine mittlere Größe. Da mache ich mir dann meistens immer so einen Botzen her, schlage das zusammen, mache das wie ein Taschen und fertig. Schau. Und so schaut unser Bohnenstrudel dann aus.
das geht dann ganz schnell. Und wenn ich kleine mache für das Catering, weißt, für so Hochzeiten, dann nehme ich einfach nur einen kleinen dazu. Und ansonsten habe ich jetzt da die mittlere Größe. Und zwei Stickerl gebe ich bei der Portion. Zack, zack, zack. Machen wir, lege ich mir das gleich auf. Tue ich rein. So. Und fertig. Legst einfach und schnell. So, als nächster habe ich dann ein Pantel schon gekriegt. Da kommt natürlich wieder ein gutes Schmalz rein. Dass wir schön, dass wir genug haben. Dass wir schön stehen einmal. Das Ganze. Oh, das soll ein bisschen schwimmen da drinnen. Jetzt nehmen wir die Bohnenstrudel dort, wo ich es zusammengeklappt habe. Mit der Seite fangen wir an und legen es rein, weil dann hält es gleich gut zu. Das Ganze. Ein ins Fett, die soll nicht recht schön schwimmen drinnen. Gell? So. Und da wird das jetzt ausgegangen. Nicht einstechen, wird es ein bisschen so. Und das wird's. Und dann probiert man dann schon, wenn eine Farbe da ist, dass man es dann gleich leicht umdreht. Wenn es gar geht, bitte zurück dran, das ganze Projekt. Ansonsten, schau her, so wird er dann gefärbt. Oder Bohnenstrom sein. Kann nichts passieren. Oder. Bei uns im Gasthaus gebe ich mir meistens zwei Stück die Portion. Weil der Gast soll sie auch essen können. Das ist das Wichtigste. Dass er sie schön isst. Ein Glas als Sturm dazu kann man heute geben. Habe ich sogar, weil mein Mann hat gelesen. Wir haben Sauvignon gelesen schon. Grüne Veltliner haben wir schon gelesen. Jetzt werden wir das ganze Projekt ein bisschen anrichten da. Nehmen wir sie dann dazu. Was ich aber noch dazu gibt, einen Knoblauch-Tipp. Das ist einfach nur Sauerrahm mit Salz, Pfeffer und viel Knoblauch. Man kann auch Kräuter dazu geben. Wenn es einen wünscht, bitte kommt vorbei, ruft es mir an. Gasthaus Monika 026 85 72 05. Und beim Nachkuchen, wenn es was braucht, könnt ihr mich ruhig auch anrufen. Ich bin jederzeit bereit, mit euch zu sprechen. Oder ich komme sogar zu euch in die Kugel.